ein alter Malertrick, der unscharfe Blick. Man kneift die Augen zusammen und gewinnt so ein verschwommenes Bild des Motivs und erkennt so das Ganze. Und das erlöst einen aus der Fixierung aufs Detail. Und das ist bei Studien und Skizzen besonders wichtig, denn es ist ja die Voraussetzung für das dann entstehende, gemalte, voll ausgeführte Werk.